Lied Barbara Rosenkranz. So, jetzt geht's. Hallo zu Inside Politics, heute mit Barbara Rosenkranz. Wir sind im Café Landmann in Wien und ja, wer ist Barbara Rosenkranz? Einen schönen Vormittag, übrigens ein schönes Treffen hier im Landmann, also ein urwienerisches Café, gute österreichische Tradition. Mein Name ist Barbara Rosenkranz, ich werde im nächsten Jahr 60 Jahre alt, habe eine große Familie, 6 Töchter und 4 Söhne, 7 Enkelkinder, habe auch doch ein gerütteltes Maß an politischer Erfahrung, war im Landtag, beim Nationalrat, war auch in der niederösterreichischen Landesregierung und habe jetzt zusammen mit Karl Schnell eine alternative Bewegung ins Leben gerufen, die den etablierten Parteien einen Kontrapunkt entgegensetzen soll. Und was ist die Freie Liste Österreichs? Ich war sehr, sehr lange, 28 Jahre, in der Freiheitlichen Partei Österreichs tätig und bin jetzt also doch immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass die Freiheitliche Partei nicht dieses alternative Angebot zu den etablierten Parteien ist, das sie eigentlich sein sollte. Und deswegen die Freie Liste Österreich. Wir haben doch in vielen Fragen das Gefühl, und viele haben das Gefühl, man sieht es an der hohen Anzahl derer, die gar nicht zur Wahl mehr gehen, dass in den etablierten Parteien, die im Parlament sind, wenig Antworten und Vorschläge sind, die sich aus dem allgemeinen Spektrum hinaus entwickeln. Es ist ja von Pilz bis Kurz und die Freiheitliche Partei leider mittendrin mittlerweile ein großer Gleichklang. Alle drängen dorthin, wo sie die Mehrheitsmeinung vermuten. Lassen Sie mich das an einem Beispiel sagen. Die Frage der EU, jeder ist kritisch, aber niemand sieht die Konsequenzen draus. Für uns ist also jetzt ganz klar nach dieser Woche, ich bin ein sehr bedächtiger Politiker, der nicht zu Schnellschüssen neigt und keine Ruckunternehmungen vorschlägt, aber nach dieser Rede des Jean-Claude Juncker, in der er vorgeschlagen hat, so, wir haben jetzt wieder Wind in den Segeln und jetzt machen wir die Sache fertig, jetzt kommt es zu dem europäischen Superstaat, jetzt gibt es den Euro auch für jene Länder, die das nicht wollen, gerade haben wir Griechenland eigentlich noch gar nicht verdaut, muss man doch sagen, und die Griechen vor allem den Euro nicht. Jetzt gibt es die Ausweitung der Schengen-Zone zum Beispiel auch, das ist ja eine entsetzliche Vorstellung, auf Bulgarien und Rumänien. Jeder weiß, dass also dort die Außengrenze nicht hinreichend kontrolliert wird. Das machen wir jetzt alles, das ziehen wir durch. Jetzt ist der Punkt erreicht und da sind wir wohl die Einzigen, die das so deutlich aussprechen und das fordern. Es muss eine Volksabstimmung geben darüber, ob die Österreicher weiter dieser EU, die sich jetzt in diese Richtung deklariert hat, angehören wollen. Eine Frage noch, 30 Sekunden haben Sie Zeit. Warum soll man die Freie Liste Österreichs wählen? Wer eine echte Kontrolle im Parlament will, wer ein echt alternatives Angebot will, vor allem auch in der Frage Verhältnis Österreichs zur EU, verbindliche Volksabstimmungen und auch Einwanderung beenden. Jetzt, es war zu viel in den letzten Jahren, der muss uns im Parlament sehen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Sie sagen, Österreich länger in der EU bleiben wollen. Warum sehen Sie die EU als Problem? Die EU löst nicht die Probleme der Zeit, wie behauptet wird, sondern sie schafft sie erst. Denken Sie nur an den Euro. Wir hätten also die schwierigen finanziellen Lagen, die wir in den letzten Jahren gerade noch, aber nur deswegen, weil die Steuerzahler der wohlhabenderen Länder massiv geschoren worden sind, die hätten wir nicht, gäbe es den Euro nicht. Dann könnte also auch der Süden mit einer Abwertung seine eigene Wirtschaft wieder in Ordnung bringen. Der Euro ist das Problem und nicht die Lösung. Und ähnlich ist es natürlich auch mit dem Schengen-Vertrag, der sagt also, die Schengen-Außengrenzen werden geschützt. Es ist nicht wahr, die Schengen-Außengrenzen sind löchrig und jetzt will man diesen Raum auch noch ausdehnen auf Länder, von denen man mit Sicherheit annehmen kann, dass sie ganz und gar nicht die Grenzen wirksam schützen können. Das heißt also, wer sich selbst in Ordnung halten will, wer seinen Staat fürsorglich verwalten will, der muss sich jetzt befreien. Ja, das bringt mich zu einer Frage.
Wie soll Österreich wieder diese Unabhängigkeit erlangen, respektive könnten Sie sich im Falle eines Ausstiegsszenarios eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten, aber auf anderem Niveau vorstellen? Das wäre ja selbstverständlich. Die EU ist, wie wir wissen, eine Reihe von Verträgen. Und jene Staaten, die nicht in der EU sind, das wird man jetzt bei England ganz stark sehen. Übrigens, England hat die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 40 Jahren, nähert sich der Vollbeschäftigung, soweit zu dem Thema. Na, die Briten, die werden sich wundern, die werden schauen, wenn sie den Brexit wirklich vollziehen und ernst machen. Oder die Schweiz, sie sind zu jung dazu, aber viele ältere Österreicher werden sich erinnern, anlässlich der Beitrittsdebatte vor 1994 hat es ja immer geheißen, na, die Schweiz, die werden noch auf den Knien kommen und flehen, dass sie aufgenommen werden. Das ist natürlich alles nicht wahr geworden. Weder geht die Schweiz am Bettelstab, im Gegenteil. Die Schweizer haben eins der höchsten Pro-Kopf-Einkommen auf der Welt. Ich denke, ganz nüchtern und pragmatisch, die Österreicher sollen ein neues Mal darüber abstimmen, ob wir diesem Verein, so wie er jetzt ist und vor allem so wie er angekündigt hat in der Rede Junckers, dass er sich entwickeln will, ob wir da noch dabei sein werden. Ich verstehe. Kommen wir aber kurz zurück zu Ihrer ursprünglichen politischen Heimat, nämlich der Freiheitlichen Partei. Die FPÖ hat in den letzten 20 Jahren mittlerweile schon die vierte Spaltung erlebt, wenn man die Spaltung dazu rechnet. Was führt eigentlich dazu, dass kontinuierlich in der FPÖ sozusagen die Wogen immer wieder hochgehen? Das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen. Die FPÖ sollte und ist es auch vom Selbstverständnis her eine Partei sein, die das etablierte Parteiensystem doch in einer gewissen Weise konterkariert, korrigiert, einen Alternativentwurf vorlegt. Und dann passiert also ein Prozess immer wieder, je größer diese Partei wird, weil sie auch Vorstellungen hat, die vom Staatsvolk geteilt werden, desto mehr versucht sie sich dort hinzubewegen, wo sie die Mehrheitsmeinung vermutet und dort, wo sie weiß, dass sie sich hinbewegen muss, um regierungsfähig zu werden. Und das ist natürlich eine wenig erfreuliche Entwicklung, denn gerade dann, wenn die Partei so groß wird, dass sie die Verwirklichung ihrer Vorstellungen vor Augen hat, genau dann rückt sie von den Positionen ab. Und in diesem Falle habe ich zusammen mit anderen versucht, eine neue Bewegung ins Leben zu rufen, die die ursprünglichen Positionen, die ja von den Bürgern akzeptiert worden sind, die diese ursprünglichen Positionen ernst nimmt und mit Energie vertritt. Wobei Sie hier ja explizit zusammenarbeiten mit der Salzburger Gruppe von Karl Schnell. Karl Schnell ist auch ein Initiator dieses Projekts und die Zusammenarbeit ist eine sehr enge und sehr gute. Christian Höbert nannte sich letzten Monat gegenüber Ö24TV eine herzlose Politikerin und bezeichnete ihr Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl 2010 als kläglich. Gehen Sie mit dieser Kritik um? So wie ich es in Ö24 gemacht habe, ist es völlig unerheblich. Ich werde darauf sicher nicht antworten. Das ist ein gutes Recht. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Die Freie Liste Österreich hat jetzt 5 Abgeordnete. Wenn man jetzt den Kasus Team Stronach anschaut vom letzten Jahr, dann wären das eigentlich genug, damit man auch Clubstatus im Parlament bekommt. Der wird Ihnen ja de facto ähnlich wie der Liste Bilds verwehrt, weil es eben heißt, Clubs dürfen jetzt nur noch am Anfang einer Legislaturperiode gegründet werden. Könnten Sie sich auch hier eine Klage vorstellen, respektive wollen Sie, dass sich so etwas wieder ändert? Die gesetzliche Regelung ist klar, einen Monat nach der Wahl können sich Clubs konstituieren. Damit ist eine Klage natürlich hinfällig. Die Regelung ist klar und wurde durchgeführt. Ob es sinnvoll ist oder nicht, darüber müsste man länger diskutieren. Könnten Sie sich generell auch, weil Sie auch ganz am Anfang das Thema Bürgerbewegung angesprochen haben, vorstellen, dass zum Beispiel Unterstützungserklärungen in Zukunft das Maß der Dinge sind und nicht nur die 3 Unterschriften der Nationalratsabgeordneten, damit man eben kandidieren kann? Man kann über alles reden, es ist also ganz wichtig, aber ich halte da andere Dinge für vordringlicher, dass die Bürger nicht nur alle 5 Jahre auf Bundesebene das Recht haben, in die Politik einzugreifen, sondern dass das immer wieder sein kann, wenn es gewünscht wird. Und da ganz klar, die direkte Demokratie nach Schweizer Muster halten wir für ein Modell,
das nicht der repräsentativen Demokratie, wie oft behauptet wird, eigentlich entgegensteht, sondern dass sie gut ergänzt und korrigiert. Und da haben wir also ein vorrangiges Ziel, ein Instrument, das in der Schweiz genau so besteht. 100.000 Wahlberechtigte können eine Volksabstimmung verlangen, deren Ergebnis bindend ist. Wenn wir im Parlament sind und man etwas von uns haben will und braucht, so wird das die Bedingung sein, ohne die wir auf keinen Fall zu irgendwelchen Konzessionen bereit sind. Derzeit ist in Österreich das System der Volksbegehren eine Möglichkeit, aber... Das ist eine völlig zahnlose Angelegenheit, denn ein Volksbegehren muss einmal besprochen werden und kann dann im Papierkorb verschwinden. Es braucht, so wie in der Schweiz, eine Volksabstimmung, deren Ergebnis verbindlich ist. Gut, dann möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. Sie sind ja vor allem auch im Bereich Familien- und auch Bildungspolitik bekannt, haben dort auch jahrelang in den verschiedenen Ausschüssen im Parlament gedient. Sie haben selber erwähnt, Sie sind Mutter von 10 Kindern. Das ist in der heutigen Zeit schon ein ziemlich beachtlicher Wert. Die Frage, die ich habe, ist, haben Ihre Kinder die Bildungsziele erreicht, die sie erreichen wollten, respektive die sie mit ihnen ausgemacht haben? Ich muss eines vorausschicken, es hat also immer wieder vor Wahlen, ich habe in den verschiedensten Wahlen kandidiert, die Frage an die Kandidaten gegeben, wo sind ihre Kinder in der Schule? Und soweit ich mich erinnern kann, war ich meistens die Einzige, deren Kinder in öffentlichen Schulen zur Schule gingen. Das ist schon einmal eine interessante Feststellung, was die Bildungspolitik betrifft, denn offenkundig heißt das ja, dass Politiker so wenig Vertrauen in das öffentliche Bildungswesen haben, dass sie ihre Kinder lieber auf Privatschulen haben. Ich hatte das Glück, doch meine Kinder in sehr guten Schulen zu wissen und sie sind auch zügig vorangekommen. Eine Reihe hat bereits einen akademischen Abschluss, zwei stehen knapp davor, einer geht noch in die Schule, ich bin sehr zufrieden. Das heißt, Sie würden jetzt am Bildungssystem per se nicht sagen, dass es krank ist, oder? Doch. Da ist ganz viel falsch, aber das Wichtigste im Bildungssystem ist ein guter Lehrer. Da erinnern wir uns vielleicht an unsere eigene Schulzeit, wenn ein Lehrer engagiert war, mit Kindern und Jugendlichen guten Umgang hatte, wenn ihn sein Fach wirklich interessiert hat und wenn er gut vorgetragen hat, dann war es in der Regel der Lehrer, der sein Fach gut unterrichtet hat und der auch von den Schülern sehr geschätzt wurde. Aber dennoch gibt es natürlich eine Reihe von Fehlentwicklungen. Ich meine, zwei Dinge sind ganz wichtig und das ist zu wenig präsent und wird vor allem auch immer mehr in eine andere Richtung getrieben. Das eine ist, Leistung ist ein guter Grundgedanke. Kinder und Jugendliche sind weitaus ernsthafter, als das manche Pädagogen glauben. Man muss sich nur die Mühen und Anstrengungen anschauen, die sehr kleine Kinder dabei entwickeln, wenn sie etwas erreichen wollen. Also die Ernsthaftigkeit sehr junger und kleiner Kinder muss erhalten bleiben und muss also auch dazu führen, dass klar ist, wer etwas erlernen, wer etwas erreichen, wer etwas verstehen will, der muss sich auch anstrengen und das ist wertvoll. Der zweite Punkt ist, Menschen sind gleich an Würde und Rechten, aber sie sind völlig unterschiedlich an Talenten und Neigungen. Das heißt, ein gegliedertes Schulsystem mit vielfältigen Angeboten, das auf der anderen Seite aber durchlässig ist, das ist nicht etwas, was wir hinter uns lassen sollen, sondern das ist etwas, das wir ganz dringend weiter ausbauen müssen. Ich nehme mit zu einem weiteren Punkt, nämlich, was ist Ihre Familienpolitik? Es ist ganz wichtig, dass im Zentrum der Familienpolitik das Kindeswohl steht. Das ist etwas, was immer wieder zu kurz kommt. Es geht dann meistens um andere Fragen, die unter dem Titel Familienpolitik verhandelt werden. Es geht darum, wie können Kinder am besten aufwachsen. Und ich meine, jeder wählt sich seine Lebensform. Man muss selbstverständlich auf Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher Rücksicht nehmen und die besonders unterstützen. Aber das Ideal, das so wie jedes Ideal natürlich nur angestrebt und nicht erreicht werden kann, ist die Kernfamilie. Es ist keine Erfindung der katholischen Kirche und auch nicht meine Erfindung, sondern ein Erfolgsmodell der Evolution, das die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau und ihre Sorge um die gemeinsamen Kinder ein unglaublich stabiles Fundament gibt, damit Kinder gut aufwachsen können. Das sollte man nicht schlecht reden, da sollte man nicht von überholten Modellen sprechen und einer heilen Welt, die angeblich nie existiert hat und jetzt schon gar nicht mehr, sondern man Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses Modell auch gelingen kann.
Könnten Sie sich auch vorstellen, dass zum Beispiel Familien wieder Steuervorteile bekommen? Also das wäre ganz dringend notwendig und wäre noch nicht einmal eine Familienförderung, sondern wäre einfach ein Gebot der Steuergerechtigkeit. Denn niemand kann über sein Leistungsvermögen besteuert werden. Bei Familien ist das schon der Fall. Wenn das Existenzminimum von Kindern besteuert wird, dann ist das eindeutig so gegen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Ich habe nämlich diese Frage bewusst gestellt, weil letzte Woche in der Wahleröffnungsrede von Bundeskanzler Kern genau das wieder Thema war und er sich definitiv dagegen ausgesprochen hat. Ja, ich kenne diese Position vor allem der linken Reichshälfte. Man sieht darin eine Gefahr insofern, als Alleinverdienerfamilien dadurch Vorteile hätten. Ich meine, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wer mit seinem Einkommen Kinder erhalten muss und will, ist übrigens auch nicht nur eine naturrechtliche Pflicht, sondern steht auch im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, dessen Bruttoeinkommen wird einfach in einem weit größeren Ausmaß beansprucht, als wenn das jemand nicht tun muss. Und die Grundlage für die Besteuerung ist eine andere und dem muss Rechnung getragen werden. Gut, dann kommen wir zu den auch schon vorher angesprochenen Reddit-Fragen. Auch diesmal habe ich wieder von mehreren Usern aus unserem Reddit-Faden. Für die Leute, die es nicht kennen, Reddit Austria ist ein großes Forum, was man frei im Internet anfangen kann und über 40.000 User hat. Eine der Fragen war von HMZ DK85, wie stehen Sie und Ihre Parteien zur Reduktion der Nationalratslegislaturperiode von 5 auf 4 Jahre? Ich hielte es für besser, öfter zu wählen. Es ist erst vor kurzem von 4 auf 5 ausgedehnt worden. Ich denke, man kann es den Leuten erstens zumuten und zweitens denke ich, dass sie es auch gerne tun, dass sie sich öfter ins Geschehen einschalten. Wie stehen Sie, eben selber Jungs, wie stehen Sie zur Abschaffung des Bundesrates und der Einführung einer Kammer mit Personenwahlsystem? Das ist jetzt keine leichte Frage. Wenn man in ein System eingreift, dann hat das zur Folge, dass also sich überall etwas ändert. Ich müsste mit dem User über das persönliche Kammerwahlsystem diskutieren. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist, aber grundsätzlich zum Bundesrat. So wie er jetzt ist, ist er natürlich zahnlos. Er kann Beschlüsse des Nationalrats ja nur blockieren und nicht verändern. Aber grundsätzlich, obwohl das nicht populär ist, halte ich viel vom Föderalismus. Ich glaube, dass es dem Freiheitsgedanken und vor allem auch dem Wettbewerbsgedanken sehr entspricht, wenn verschiedene Bundesländer auch in ein und derselben Frage verschiedene Modelle vorlegen. Denn dann kann sich das Beste oder das können sich Facetten des Besten herauskristallisieren und können dann ein allgemeines Gut werden. Also ich bekenne mich zum Föderalismus. Ich glaube auch nicht, und das kann man ja schon belegen, dass Zentralismus billiger ist als Föderalismus. Schauen Sie in die so gut verwaltete und billig oder günstig verwaltete Schweiz, die sehr föderal ist, und schauen Sie nach Frankreich mit einer extrem zentralen Verwaltung, die sehr, sehr teuer ist. Also ich bekenne mich zu Föderalismus und deswegen auch zu einem Bundesrat, den ich allerdings gerne aufgewertet sehen würde. Der User Quishal fragt, und damit schließen wir das Thema Wahlreformen auch schon wieder ab, wie stehen Sie zum Konzept von elektronischen Wahlen oder Wahlen oder Wählen im Internet? Ehrlich gesagt halte ich das für nicht ungefährlich. Man verliert doch stark die Kontrolle drüber. Selber hingehen, einen Zettel ausfüllen, es sitzen draußen vertrauenswürdige Personen, die einander kontrollieren und beobachten, was da läuft. Das denke ich, diese Mühe sollte man sich machen. Die Manipulationsmöglichkeiten sind an und falsch schon sehr groß. Ich verstehe. Lola Wanz fragt, soll Österreich der NATO beitreten? Also keinesfalls. Die Neutralität, die ohnehin schon so unterlaufen und löchrig ist, sollte nicht gänzlich verlassen werden, sondern im Gegenteil, man muss sie wieder ernst nehmen. Selber User fragt ebenfalls, beschreiben Sie Ihre Haltung gegenüber den Identitären und zum Beispiel Ihre Aktion im Mittelmeer?
Ich weiß über die Identität nur, was man in den Medien liest. Ich habe persönlich keine Beziehungen. Ich stelle fest, es sind junge Menschen, die spektakuläre Aktionen machen, aber auch die Zeiten sind spektakulär. Haben Sie, das ist jetzt eine Zusatzfrage von mir, dass generell dieses Konzept von spektakulären Aktionen etwas ist, was einfach jetzt so jeder macht? Ich glaube, dass es etwas ist, was jungen Menschen sehr entspricht, und darf darauf hinweisen, dass ich noch nicht gehört habe, Sie müssten mich korrigieren, dass es zu gewalttätigen, spektakulären Aktionen gekommen ist, während man vor kurzem von der linken Seite Hamburg verwüstet hat und das wir ja hier auch also anlässlich des Akademikerballs in der Wiener Innenstadt erlebt haben. Das ist auch nicht zu verschweigen. Wir haben auch schon über das Thema Zuwanderung häufig gesprochen. Ebenfalls von Lola Wanz ist die Frage, Sebastian Kurz sprach von der Eindämmung der Zuwanderung von insbesondere bildungsfernen Menschen aus anderen Kulturkreisen. Wie stehen Sie zu dieser Aussage und welche Länder sind Teil von anderen Kulturkreisen, Beispiele China, Indien, Pakistan, Bangladesch, Äthiopien, Südafrika, Russland und so weiter? Unser Problem ist, dass entgegen dem, was jetzt im Wahlkampf getönt wird, nach wie vor zwischen Asyl und Einwanderung nicht unterschieden wird. Und unter dem Titel des Asylrechts Einwanderer aus Gegenden kommen, von denen nicht anzunehmen ist, dass sie jene kulturelle Prägung und jene Ausbildung mitbringen, dass sie sich hier bewähren können. Aber ich sehe es grundsätzlicher. Nationalstaaten haben große Vorteile. Sie sind homogen, die Menschen haben ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Viele blicken auf eine gemeinsame Tradition und Vergangenheit zurück. Und sie sind vor allem, Nationalstaaten sind aufgrund ihrer Homogenität auch ein Garant für den Sozialstaat. Dieses Teilen und diese Solidarität mit den Landsleuten ist natürlich in einer multikulturellen und einer Wanderungsgesellschaft, schauen Sie ja nach Amerika mit Obamacare, kaum durchzusetzen. Es gibt also den prägnanten Satz von Milton Friedman, der sagt, Sie können entweder offene Grenzen, sprich Einwanderung haben, oder einen Sozialstaat. Beides zugleich geht nicht. Das sehe ich so. Und ich entscheide mich natürlich für den Sozialstaat. Ähnliches gilt für die Demokratie. Nur wenn ein Staatsvolk sich als Einheit sieht, sind Mehrheitsentscheidungen möglich. Andernfalls würde sich die unterlegene Gruppe als übervorteilt, als schlecht behandelt, jedenfalls nicht als demokratisch überstimmt betrachten. Wer Solidarität im Nationalstaat und Demokratie anstrebt, der sollte den Nationalstaat also nicht aufgeben, sondern ganz im Gegenteil darauf hinwirken, dass er bleibt oder dass es wieder in diese Richtung geht. Also verstehen Sie richtig, wenn Sie sagen, Austria first? Natürlich. Oder wie Viktor Orban vor kurzem gesagt hat, Ungarn soll ungarisch bleiben, Europa europäisch und ich meine Österreich österreichisch. Und das ist immer die Wiener Melange, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da haben Sie recht, österreichisch. Sukrin fragt, wie sehr können und sollen sich Parteien von außen beeinflussen lassen? Wie ist von außen gemeint? Damit ist gemeint, dass jetzt zum Beispiel Entscheidungen, wie Sie gesagt haben, über Volksabstimmungen laufen sollen in Zukunft oder dass jetzt auf Zuruf aufgrund Situation Flüchtlingsdebatte zum Beispiel, die medial wie auch eben an den Stammtischen geführt wird, Parteien sich dann sozusagen vom Volk leiten lassen? Parteien vertreten das Volk. Und wenn die Staatsbürger, das Staatsvolk ganz klar in eine Richtung geht und die Parteien in eine andere, dann ist es überhaupt keine Frage, dass in diesem Fall die Bürger das Recht haben, die Parteien zu korrigieren. Ich verstehe und damit schließe ich auch die Reddit-Fragen, womit ich jetzt zu einem Punkt komme. Sie haben gerade vorher das Thema österreichisch erwähnt. Also Österreicher sehen sich sehr viele Leute, zum Beispiel auch Südtiroler. Und wie stehen Sie eigentlich zur doppelten Staatsbürgerschaftsdebatte? Südtirol ist ein Teil Tirols und der in seiner Tradition und Geschichte
die Autonomieregelung, bin nicht Tiroler, ich will mich da jetzt nicht als Experte in Dinge einmischen, aber die Autonomieregelung hat also gute Ergebnisse gebracht, aber so viel mir bewusst ist, sind die Südtiroler für eine doppelte Staatsbürgerschaft, und wenn das so ist, dann begrüße ich das. Ja, ein guter Freund von mir ist Sven Knoll, der tut das bei jeder Gelegenheit erwähnen. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel das auch für Trentiner, Triestiner, Friuliner, also solche österreichische Minderheiten, wenn man sie so bezeichnen kann, oder Volksgruppen, was eigentlich der korrekte Begriff ist, die keine deutsche Muttersprache hatten, auszuweiten wäre, dass man das vielleicht auf die... Wenn dieser Wunsch bei den Volksgruppen auftritt, muss er diskutiert werden, keine Frage. Gut, und damit kommen wir auch schon relativ zum Ende, nämlich zu einer neuen Rubrik, die heißt Ich bin der Meinung. Ich sage einfach einen Satz oder ein Wort und Sie reden frei von der Leber weg, was Sie sich dabei denken. Und für die Leute, die den Begriff Ich bin der Meinung im politischen Kontext nicht kennen, das ist ein Satz, den Bruno Kreisky pflegte. Aber er hat sehr langsam gesprochen und viel darüber nachgedacht, welcher Meinung er nun ist. Das ist richtig. Und ich werde es auch nicht im Rap-Stil beantworten. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Übung. Religionsfreiheit. Ja, das ist eine Grundlage unseres Staates. Bildungsreform. Ich glaube, dass das Bildungswesen nicht an der mangelnden Reform liegt, sondern dass nicht darüber entschieden ist, wo es hingehen soll. Es gibt zwei Varianten. Die linke Reichshälfte würde sagen, Bildung ist ein Instrument zur Herstellung von Gleichheit. Ich sage, wir sagen, Bildung muss aus jedem Kind, aus jedem Jugendlichen das Beste herausholen. Hatzi Strache hat 2005 einen mutigen Schritt gesetzt, als er bewiesen hat, dass er in dieser schwierigen Situation auf den Schild gestiegen ist, den wir ihm gehalten haben. Mittlerweile ist die FPÖ weit von ihren Positionen abgekommen und sieht sich eigentlich als blaue Braut für einen schwarzen Bräutigam und richtet vieles danach aus, zum Beispiel auch das Wirtschaftsprogramm. Christliche Werte? Sind über Jahrhunderte mit Europa verknüpft und müssen hochgehalten werden. Selbstdarstellung in der Politik? Fürchterlich. Ich weiß schon, dass ein guter Auftritt besser ist als ein schlechter, aber für mich ist Politik nicht Inszenierung, sondern ehrliche und harte Arbeit für das Gemeinwesen. Dann sage ich mal danke, und dann habe ich noch eine abschließende Frage, nämlich das Thema Tarek Leitner und Christian Kern war zuletzt immer wieder ein Topic, über das halt Medien wie auch Politik gesprochen haben. Die FPÖ hat im Jahr 2000 gemeinsam mit der ÖVP, die Komm-Austria-, die Medienbehörde RTR, gegründet. Wie könnten Sie sich vorstellen, dass die Medienbehörde in Zukunft auch in solchen Bereichen eingreift, oder wollen Sie das überhaupt? Ich denke, dass es einen journalistischen Ethos geben muss, sich die Unabhängigkeit durch persönliche Bindungen nicht selbst schwer zu machen. Und wenn es eine persönliche Freundschaft zwischen einem Politiker und einem Journalisten gibt, so wäre es doch vernünftig, in diesem Fall auf die Interviewpartnerschaft zu verzichten und sich als befangen zu erklären. Ich glaube, dass das von selbst kommen muss, über Eingreifen von außen. Wird nicht ganz einfach sein. Könnten Sie sich vorstellen, dass man zum Beispiel beim Thema Medienförderungen Einschnitte in Zukunft macht und zum Beispiel eine indirekte Presseförderung, dass Zeitungen für den Verkauf von Zeitungen weniger Mehrwertsteuer zum Beispiel zahlen, statt dass man sie direkt fördert? Sie befragen mich jetzt zu einem Thema, das eben so komplex ist, dass man da nicht so aus der Hüfte schießend antworten kann. Ohne jeden Zweifel ist die Medienförderung, die natürlich die Großen bekommen und die Etablierten bekommen, ähnlich wie die Parteienförderung, insofern als ein Problem, als dass die Etablierten den Markt für sich haben und wer von außen kommt, es umso schwerer hat. Und das ist natürlich ein gewisser Grundfehler in der Struktur.
Und abschließend dann noch Regulierungswahn. Wo würden Sie den Rotstift ansetzen? Ja, ohne jeden Zweifel haben wir ein Übermaß an Gesetzen. Und ich denke, dass man da schon einmal durchgehen muss und schauen muss, ob es nicht ohne besser ginge. Manche sagen ja, also allein schon, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, dass ohne Verkehrsschilder der Verkehr sozusagen leichter vonstatten geht. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, aber es gibt Regelungen, die sind absolut unnütz. Dinge, die auch die Wirtschaft schädigen, wie die Allergenverordnung oder Sachen dieser Art. Ja, mir würde YouTube-Regulierung und Drohnen-Regulierung einfallen. Aber ja, es gibt viele Regulierungen, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Gut, dann sage ich danke. Wir haben die halbe Stunde durch. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen viel Glück für den Wahlkampf. Am 15. Oktober sind wir schlauer. Und bis dahin viel Erfolg. Danke vielmals.